Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und wir haben letztes Mal unser Brückenprojekt soweit abgeschlossen. Da würde ich gleich, glaube ich, nochmal einen Blick drauf werfen und dann mal gucken, wie das da aussieht. Und eventuell dann vielleicht auch das Straßenprojekt hier hinten bis nach hier vorne ziehen. Und außerdem hatte ich überlegt, eventuell heute auch das mit der Zucht mal anzugehen, weil mir das irgendwie ein Dorn im Auge ist, dass da unten die ganze Zeit das noch so aussieht. Und nach reiflicher Recherche und nach Kommentaren, die ich gelesen habe, ich glaube, ihr habt recht, sie brauchen Bodenkontakt. Das bedeutet, wir können die Zucht leider nicht mit unserer Base integrieren und müssen das irgendwo hier machen oder da. Und da würde ich tatsächlich, da habe ich sogar überlegt, hier noch ein Stück mehr wegzugraben, damit wir hier mehr Platz haben. Oder wir machen es da so hin, wo es auch vorher war. Weiß ich nicht genau. Machen wir dann. Ich würde tatsächlich erst einmal gucken, wie das mit dieser Brücke war und das schon mal zu Ende machen. Oder? Weil das hat irgendwie Bock gemacht. Außerdem hatten wir noch, ich hatte letztes Mal nachgezählt, das waren 5 Laternen, wenn ich mich recht entsinne, die direkt beim Händler waren, zum Händler führen. Und die würde ich tatsächlich noch bauen. Das bedeutet, wir brauchten pro hohes Ding 3, also 15. Perfekt. So. Dann Ketten, die sind ebenfalls sehr selten geworden. Also sehr wenige geworden. Wir haben nur noch 12 oder so gehabt, ne? 14. Und jetzt nehme ich hier 5 raus und wir haben nur noch 9. Ja, deswegen können wir leider auch nicht den kompletten Weg beleuchten. Und außerdem würde ich das sowieso vermeiden wollen, dass ich die Laternen auch auf die... Also, wenn wir zum Beispiel hier hinten das haben, da sind wir ja kaum. Das heißt also, hier ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass ein Mob spawnt und die Laternen kaputt macht, weil dann können wir nichts gegen unternehmen. Hier allerdings in unserer Umgebung wird das dann dauernd passieren. Das heißt ja, die Laternen, die hier in der Nähe sind, wären wahrscheinlich sehr oft kaputt und müssten wir dann neu bauen und das kostet ja richtig viele Ressourcen. Aber wie dem auch sei, wir haben kaum noch Laternen. Eine nur noch. Das heißt, ich würde 5 craften. Was braucht man dafür denn nochmal? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier... Da. 2 Bronze, ein Sirtlingskern und ein Kristall. Da wir 5 Stück brauchen, hole ich mal 10 Bronze raus. So. Zack. Sehr gut, wir sind auch nicht überladen. Habe ich jetzt eigentlich mit gerechnet, weil Barren ja immer übel schwer sind. So, außerdem Sirtlingskerne für das Flämmchen. So, und einen. Dann Kristalle für das Glas der Laterne. Sehr gut. Und dann stellen wir davon mal 5 her. Ist natürlich auch super, dass es jetzt regnet. Vielen Dank für gar nichts. So, und noch eine. Zack. So, dann hätten wir für genau 5 Laternen. Ich habe das doch jetzt richtig gemacht, ne? Ja, 3. Perfekt. Dann würde ich nämlich tatsächlich... naja, egal was wir machen wollen. Ich hatte 3 Sachen geplant für diese Aufnahme. Und die sind alle draußen. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, jetzt im Regen zu arbeiten. Naja, was soll's. Gehen wir mal zu Haldor. Ah, nee, gar nicht. Nee, wir gehen doch zum Grasland-Portal. Das muss ich wieder mitnehmen. Eventuell sind wir jetzt überladen. Nein! Gut, wie auch immer. Wir schleppen uns hindurch. Perfekt. Und dann gehen wir mal hier nach oben. Kann ich mal irgendwas kurz wegwerfen? Nee, ne? Ich brauche alles. Gut. Ach, stimmt. Und hier kann ich nochmal gucken, ob die jetzt wirklich verwittern oder nicht. Die verwittern nicht, ne? Meine ich doch. Wäre auch irgendwie komisch, wenn die verwittern, weil die sich ja anbieten, dass man die so hinstellt. Oh, das sieht voll cool aus. Sogar bei diesem stürmischen Regen hat das so eine Wärme, finde ich. Voll nice. So, ich glaube, ich mache das mal anders. Ich baue mal hier. Da hätte ich doch das Portal nehmen können. Da super. So, dann hole ich das Holz wieder. Oh, sprinten schon auf 64. Ist 100 nicht Max? Ist gar nicht schlecht, oder? Dafür, dass wir so oft sterben. So.
Und dann mache ich Möbel. Und das muss ich jetzt abschätzen. Wir haben ja immer abwechselnd, ne? Links, rechts. Dann hier. Ist ein bisschen zu dicht hier, ne? So. Schon so. Ja, doch, den Baum lasse ich da stehen, auch wenn der irgendwie schief ist. Also, natürlich ist er schief, aber auch wenn das irgendwie ein bisschen im Weg ist, finde ich. Also, weil er so in den Weg reinragt, finde ich es irgendwie trotzdem cool. Oder? Has what? Ja, ich hatte was anders geplant, ne? Dahin hin. Ich glaube, das mache ich auch. Damit wir nämlich hier noch einen hinquetschen können. Ich mach die mal auf den Weg, damit sie nicht im Weg sind. Auf den Weg, damit sie nicht im Weg sind. Ich sollte mal was essen. Ich esse mir mal ein Bread. So. Und die Laterne doch vielleicht hier hin. So. Und dann können wir nämlich hier eine. Oh. So. Dann da eine, so dicht dran wie es geht. Oder irgendwie so rein. Ich mag das, wenn da diese Grasbüschel unten dran sind. Sag mal. Habt ihr es immer noch nicht gelernt? Komm her! Der ist mir richtig in die Arme gefallen. Das war irgendwie cute gerade. Bin so viel Liebe von denen gar nicht gewohnt. So, dann hier noch einen. So. Und dann hätten wir noch eine Laterne über. Hä? Warum haben wir 15 Kupfer? Bin ich jetzt vollkommen bescheuert? Hä? Haben wir gerade Kupfer irgendwo aufgesammelt? Ohne dass ich es gemerkt habe? Hä? Jetzt bin ich gerade voll verwirrt. Oder ist das Stuff, den ich da noch mit aufgesammelt habe? Muss ich, ne? Ich dachte schon, ich war die ganze Zeit im Cheat-Mode und habe jetzt die ganze Zeit keine Ressourcen verbaut, aber die Laternen sind ja weg. Nö, keine Ahnung. Gut, wie auch immer. Werde ich in der Aufnahme dann später sehen. Ich mache die mal so. Oder so. So lieber, ne? Ah, hier ist die Schwarzschmiede leider zu weit weg. Da muss ich die noch einmal kurz verschieben. Also shiften. Mausradklick. Und hier hingebaut. So. Shiften. Mausrad. Und hier hin. So. Das würde ich jetzt am liebsten. Oh. Würde ich jetzt am liebsten sehen, wenn es nicht regnet. Aber wir können ja einfach mal von. Ja, doch voll geil, oder nicht? Warte mal. Wenn ich mal hier so, von hier so guck. Die Workbench würde ich hier auch stehen lassen. Einfach immer, wo ein Portal steht, würde ich auch immer eine Workbench haben. Ganz gerne. Aber hier, ne? So. Ja, schade, dass sein Feuer jetzt nicht brennt, weil es gerade regnet, ne? Ah, nee, weil wir selber das befeuern müssen. Okay. Ja gut. Wie auch immer, es regnet trotzdem gerade und deswegen raucht's nur. Aber ich find's geil. Und so sieht das dann aus, wenn wir hier lang gehen. Die sind ein bisschen zu dicht beieinander. Hm. Ja, die sind zu dicht beieinander. Das muss theoretisch hier hin. Deswegen mache ich das auch mal. Wie jetzt? Warum fehlt denn jetzt Holz? Ach, weil ich das gerade da reingeworfen habe, ich Narr. Stimmt. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ja, weil hier wollte ich eigentlich die Natur lassen. Hier, ich nehme immer diese komischen Baumschimpfe da. Das ist immer so tote Natur. Ich bin nicht immer so lala. Also diese Baumschimpfe sehen irgendwie cool aus. Aber diese liegenden... Obwohl auch das mit dem Moos irgendwie schick ist, ne? Wie auch immer. Zack.
und Blacksmith. Dann Shift-Mausrad, den kurz weg. Und irgendwie... Den, ich glaube, die verschiebe ich alle ein wenig. Da komme ich nicht dran, leider, ne? Ja, dachte ich mir. Da mache ich mal kurz so, so. Und ein Stück weiter hier ran. Du stirbst. Zack. So. Ja, mit deinem Stuff. Und dann könnte ich das hier hinten auch abreißen. Und wo war das hier? Das Ding. Mache ich mal weiter nach oben. Oh oh. Ein Troll. Sogar einer mit Stern. Nein! Aha, aha. Komm hierher, komm hierher. Oh oh, oh oh. Bitte mach hier nichts kaputt. Außerdem hau ich mir mal kurz Magienahrung rein. Nein, 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 nein. Bitte nichts kaputt kloppen hier. Folgt mir mal. Genau, hier hinten hin. So. Scheiße, jetzt hat er da einen Baum abgerissen, ne? So. Oh. Nein. Ja, toll. Es hat den Stein auch kaputt gemacht. Sieht dann immer alles so unschön aus. Schön, dass er brennen kann, obwohl es regnet. Ich habe gedacht, der Feuerball funktioniert da nicht. Ja, den hier kann ich jetzt wegkloppen. Sieht doch scheiße aus. Der hat richtig viel kaputt gemacht. Nein. Na gut. Das war nämlich auch einer der Kommentare. Kann nicht ein Troll kommen und vor allem die Brücke kaputt machen? Ist gut möglich. Ich habe dann auch geschrieben, dass ich eventuell Lagerfeuer in der Umgebung vergrabe, damit nicht spawnt. Aber ich glaube, da wir hier so selten sind, ne, ist es schon okay. Also auch dieses mit den Laternen, die hier dann im Wald rumstehen. Und theoretisch ja dann auch anfällig sind. Ja, das ist jetzt schade da mit dem Baum. Aber gut. Was soll's. So, du stirbst. Den Baum muss ich kurz fällen. Beziehungsweise gefällt ist er ja schon. Zu Kleinholz verarbeiten. Ah, kriegen wir ein bisschen Kernholz rein. Das ist natürlich praktisch. Und diesen Stumpf hier natürlich. Der ist richtig hässlich. Aber dafür können wir genau da, wo der Baum jetzt stand, theoretisch die Laterne hinbauen, ne? Wobei die dann wieder zu dicht wäre, verdammt. Hätte ich alles ein bisschen kompakter bauen sollen, ne? Und ich glaube, ich mache das auch mal von hinten nach vorn, oder? Die hier baue ich mal so dicht dran, wie es geht. Da, ne? Da ist es in der Kuppel. So ginge. Dann mache ich das auch. Moment. So. Und dich versetzt dann dahin. Oder hier an den Baum. So in den Baum rein. Das wäre voll geil, wenn das ginge. Wie sieht denn das aus? Eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie auch ein bisschen unrealistisch. Weil, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal mit Bäumen gearbeitet habt und wisst, wie kräftig so eine Wurzel ist. Also wirklich richtig, richtig hartes Holz ist das. Also Rindenholz oder so ist gar nichts im Vergleich. Das ist richtig zähes, festes Material. Also glaube ich nicht, dass jemand eine Laterne in Wurzeln reinbauen kann. Kann er schon, aber ich glaube nicht, dass man das machen würde. So. Und hier. Vielleicht so. Ach, die Schwarzschmiede natürlich. So. Dann nehmen wir beide Workbenches wieder mit. Die weg und Shift-Mausrad. Das weg.
Ja, ist besser so mit dem Abstand. Und die jetzt noch ein Stück nach hinten. Hm. So und so. Shift-Maus-Rad und abgerissen. So zum Beispiel oder sogar hier hin. Oh, das sieht ja geil aus. So. Ja, ja, doch. Gefällt mir. Und den noch ein bisschen dichter an den Weg ran, so. Dann die Sachen mal kurz weg. Und aufgesammelt. Und jetzt gehen wir hier mal lang. Oh, es neigt sich auch gerade gen Abend. Das passt perfekt. Oh, und die Brücke finde ich richtig Hammer. Hä? Huch, wie kann das denn sein? Warte mal, wieso ist das hier eingekracht? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil das ist auch genau eine Dreierreihe. Hä? Sind wir überladen? Woran liegt's? Wahrscheinlich an Stein, Eisen und so weiter, ne? Ich schmeiß was mal kurz hier vorne hin. Komme ich hier durch? Jo! Eisen hier hin. Und dann lassen wir das nochmal auf uns wirken. Voll Hammer. Gefällt mir außerordentlich gut. Und jetzt neigt sich auch gern Abend. Da wirken die Laternen dann nochmal ganz anders. Da hinten sieht man sie sogar. Voll geil! Sieht auch so ein bisschen wilder aus. Ich mag das auch tatsächlich bei diesen Steintexturen, dass die dann so ein bisschen variabel sind. Das merkt man, wenn man mit diesen Riesensegmenten, hier diese... Wo war das nochmal? Hier diese 4x2 Steinwand. Und man baut die ganz viele übereinander, dann sieht man, wie gleich die Texturen aussehen. Und wenn man im Vergleich dann das so mit einem Versatz baut, ne, also so, ach, kann ich ja gerade nicht, aber so, ne, wie man halt Steine tatsächlich baut, dass dann die eine unterschiedliche Verfärbung haben. Also manche wirken dunkler als die anderen und das hat man hier auch. Also die sehen zwar alle gleich aus, ja doch, man sieht auch ein gewisses Muster, ne, hier ist es dunkel, da... Aber es wirkt auch trotzdem irgendwie so chaotisch. Macht, glaube ich, dann auch diese Verformung, ne? Dass es halt nicht ein sauberes Quadrat ist, sondern sich immer ein bisschen deformiert, wie man sehen kann. Voll geil! So, und jetzt bin ich gespannt, wie der Weg wirkt abends. Ich mach mal... wie war das denn nochmal? C? Ja. Gehen wir mal ein bisschen spazieren, wa? Wie macht man denn nochmal die GUI aus? Einen Augenblick, ich recherchiere mal fix. So, da bin ich wieder. Oh, da bin ich wieder, werde ich direkt eingegriffen. Gerade kam auch die Nachtmusik. Ich habe gerade mal recherchiert, wie das geht. Mit Steuerung F3. Ja. Schick, schick. Und jetzt drücke ich C. Dann machen wir mal einen Waldspaziergang. Oh, das ist doch übel gemütlich, oder? Hier so eine, diese Wellen macht es ein bisschen chaotisch und man sieht, dass wir es gebaut haben, ne, da. Man sieht, dass es leicht stufig ist, passt aber auch irgendwie wiederum zu diesem Stein, dass hier, da, hier und da ein paar Kanten sind. Oh, mit dem Nebel. Oh oh, da hinten wird schon eine Laterne angegriffen. Nein! Komm, kämpfen wir mal ohne GUI. Ah, ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich habe. Scheiße, ich habe voll Angst. Okay, hätte ich ja nicht haben müssen. Aber voll geil. Übel gemütlich. Was liegt denn da? Keine Ahnung, Holz. Und da auch. Wir sind immer noch überladen. Ich habe auch immer noch die Blacksmith dabei. Soll ich die erstmal wieder bei der Brücke lassen? Ich glaube ja, ne? Ich schmeiß mal kurz das Holz hier hin. Sammle hier diesen Stein auf. Und hier, die hat gerade gelitten, ne? Die wurde gerade angegriffen. Wie viel Life hat die noch? Da, die ist fast down. Hm. Hier packe ich mal 42 weg, damit wir genau 10 haben. Dann mache ich hier eine Workbench.
kurz. Blacksmith. Rappen. Zack. Und das schnell weg und das. Und dann bringe ich das mal zur Brücke und baue die da wieder hin. Da hinten wird es auch wieder... Ja, scheiße. Nachts sollten wir, wenn es geht, die Brücke echt in Ruhe lassen, ne? Da! Dreist! Ich glaube, es hackt. Okay, viel Schaden machen die zwar nicht, aber nervig ist es trotzdem. Und ich habe außerdem noch einen Kommentar gelesen. Der bezog sich auch auf diese Brücke. Was man hier machen könnte, um die noch ein bisschen zu verbessern. Stimmt, das können wir ausprobieren. Ich gehe mal kurz pennen. Und schmeiß allerdings hier die Ressourcen hin, die wir gleich brauchen. Moment. Deshalb mache ich die Schmiede hier wieder hin, so. Und die hier auch. Damit wir einfach immer eine Workbench mehr haben. Dann sammle ich das Eisen nicht auf. Sammle aber das Holz da hinten auf. Ich glaube, dafür haben wir genug. Oh, voll Hammer der Weg. Nice. So, du stirbst. Und du gehst mir dein Stuff. Und ich hoffe, wir sind nicht überladen. Sehr gut. Doch, das lassen wir so. Definitiv. Da auch. Schick, schick. Gut. Hindurch. So. Wir gehen erstmal nach unten und sortieren alles ein. Ich weiß nicht, ich glaube, Holz brauchen wir nicht. Da können wir eh gedrückt halten. Harz und Augen mit Sicherheit. Trollleder. Trophies. Gut. Und... Kernholz haben wir auch noch. Hier. Außerdem Kräuters und Berries. Warte mal, Beeren haben sich richtig einsortiert. Ja. Und das Kupfer können wir eventuell gleich gebrauchen, denn jemand hatte geschrieben, warum denn nicht mal das von diese hier ausprobieren. Weil die würden ja voll reinpassen, ne? Ach, dafür brauchen wir nur Yggdrasilholz und Kupfer. 9 haben wir. Hier. Davon brauchen wir auch nur 8, ne? Oder? Ja, von beidem 8. Gut. Das bedeutet nochmal nach unten und nochmal 7 Kupfer geholt. So. Und dann erstmal pennen gehen, damit da nicht so viele Feinde spawnen. Vor allem dann bei unserem... Spazierweg. Damit die Laternen nicht kaputt machen. Das wäre hochgradig ärgerlich. Zapfi! Süß. Stimmt, ich habe Plusti übelst lang nicht gesehen. Da! Da ist Plusti doch. Na, süß, dass die beiden jetzt auch so aufeinandertreffen und sie haben... Oh, süß, das, was man sich gerade gefreut hat. Da! Hui, hui! Niedlich! So, wie auch immer, gute Nacht! Guten Morgen und wir laufen direkt nach unten und probieren das mal aus. Aber auch gut möglich, dass das nicht stimmig ist, weil wir haben alles mit grauem Stein gebaut. Und dieses Tor passt ja eher zu schwarzem Marmor. Aber mal gucken. Theoretisch. Stimmiger als ich dachte. Warte mal, warte mal. Irgendwie... Passt es hier schon hin, ne? Von der Höhe her und so. Ist echt ein guter Tipp gewesen. Ja, jetzt hat er genau den Anbab-Punkt nicht, den er braucht. Und ich narr habe jetzt auch sämtlichen Stein wieder einsortiert. Soll ich mal kurz den Stack holen? Ja. Na, warum nicht gleich 2 sogar? Kann er nicht schaden. Da können wir dann nämlich noch ein bisschen dran rumfriemeln. So, oh. Ich nehme mal davon nur die Hälfte mit und außerdem noch ein bisschen Holz, damit wir... Ah, ein Holz zu viel, so. Damit wir damit so ein bisschen, ne, abmessen können und so. Ich glaube, das macht Sinn. Sieht aus, als ob es irgendwie Abend ist, ne, was ist, glaube ich, morgens. Es müsste morgens sein. So, jetzt nochmal. Erst einmal Holz mit dem halben, den hier.
So dran. Und da versuchen wir mal anzubappen. Geht. Perfekt. Dann den weg. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann bewegt sich der schwarze Rahmen auch, ne? Ja, die bewegt sich komplett. Das ist sehr gut. Weil... Obwohl, andererseits, das ist überhaupt nicht gut, ne? Denn wir haben ja... Hier zum Beispiel könnten wir jetzt sowas machen. Mit schwarzem Marmor. Ich will aber nicht schwarzen Marmor und... den Stein vermischen. Hä? Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und die Tür müsste auch ein nach hinten. Tatsächlich. Also der. Und dann... Hä, das geht ja voll. Weil wir haben hier ja leider nicht... Ne, wir könnten so... Nee, das ist doof. Das ist auch doof. Und die geht ja auf gar keinen Fall, ne? Wir müssten also mit denen arbeiten. Wollen wir die doch vermischen? Warte mal. Da, ne? Das sieht voll geil aus, wenn so dieser schwarze Marmor und dieser graue Stein ineinander gehen. Wir bräuchten 5 mal 4 mal 2, ne? Ich schmeiß das hier mal hin. Ja, komm, lass ich da liegen. Weil vielleicht brauchen wir den Stein ja dann nachher für was anderes. Ich habe keine Ahnung. Mit ziemlicher Sicherheit, so wie eben gerade. Dann ärgern wir uns, dass wir das alles mit rübergenommen haben. Ich glaube, ein Stack sollte reichen. Weil wir brauchen ja 40. Dann hätten wir sogar noch ein bisschen was in petto. Stopp. Ich nehme mir sicherheitshalber sogar noch einen halben Stack mit. Denn es ist gut möglich, dass wir oben zum Beispiel noch irgendwie was abschließen wollen. So. Also, ne, dass wir dann irgendwie doch noch mehr schwarzen Marmor brauchen, als die, die ich gerade ausgerechnet habe. Let's try. So. Und hier. Und dann das Pendant für oben. Nee, 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 nee. Ah, warte mal, hier. Der. Und der. Nein! Stimmt. Ja, ist da eine Lücke. Das sieht auch doof aus. Ciao. Ja, aber hier unten würde sich anschmiegen. Oder ist das too much? Weil Brücken haben ja tendenziell auch keine Tore, ne? Was hätten wir denn hier eigentlich sonst noch so für Türen? Ja, die hier? Nee. Sieht aus wie ein Knast. Die ist eigentlich schick. Und die käme auch ohne Stein aus, ne? Warte mal. Bräuchten wir natürlich Teer für, aber... Oh, die sieht ja geil aus hier. Und ragt die oben durch? Ja, ne? Ja, ragt sie. So aber nicht. Und so müsste sie auch gebaut werden. Ey, wir nehmen die. Eisen, Holz und Teer. Eisen haben wir doch hier, ne? Ich nehme den schwarzen Marmor wieder mit. War eine gute Idee, aber wir nehmen, glaube ich, doch die anderen Tore. Hatte ich Stein hier nicht hingelegt? Ja, ne? Den habe ich wieder aufgesammelt. Den packe ich da hin. Das Holz packe ich hin. Und diese Sache nehme ich wieder mit rüber. Wir haben hier noch 16 Eisen. Wir brauchen genau 16. Sag mal. Okay. Huch. Ach, das ist nur ein Holz, okay. Sind das in den letzten Aufnahmen, dass diese Sachen übelst abgezählt passen? Das ist keine Absicht. Aber ich glaube, das ist euch bewusst. Also, wie soll ich das denn auch mit Absicht machen? Da hätte ich ja übelst ein Superbrain, wenn das tatsächlich alles geplant wäre.